Nach einem medizinischen Notfall in Bad Arolsen haben die Rettungskräfte am Dienstag einen Rettungshubschrauber angefordert. Zuvor aber mussten Feuerwehrleute die Wohnungstür des 68-Jährigen mit Spezialgerät öffnen, weil er selbst dazu nicht mehr in der Lage war. Die Brandschützer trugen den Patienten außerdem mit der Schleifkorbtrage aus dem zweiten Stock eines Arolser Mehrfamilienhauses am Königsberg zum Rettungswagen. Von dort aus ging es zum Hubschrauber, der auf dem Festplatz gelandet war. Nach gemeinsamer weiterer Versorgung flog die Christoph-7-Besatzung den Mann in eine Kasseler Klinik,